Angelina Jolie kämpft mit den Tränen, als sie eine Familie aus Mosul von ihrem Schicksal erzählt. Der Hollywood-Star ist als UN-Sonderbotschafterin in die irakische Stadt gereist, um sich ein Bild von der Zerstörung durch die jahrelangen Kämpfe mit der IS-Dschihadisten-Miliz zu machen. Auch zwei Jahre nach der Rückeroberung der Stadt von der IS-Miliz liegt ein Großteil Mosuls immer noch in Schutt und Asche. Diese Menschen haben alles verloren. Das Trauma und der Verlust, den sie erleiden mussten, sind mit nichts zu vergleichen. Sie sind hier auf sich selbst gestellt, haben kaum Unterstützung. Und sie bauen diesen Ort mit bloßen Händen wieder auf. Mit ihrem Besuch in Mosul will Angelina Jolie, die in den USA gerade mit ihrem Noch-Ehemann Brad Pitt um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder streitet, die Öffentlichkeit auf das Leid der Menschen im Irak aufmerksam machen. Die Schauspielerin hofft vor allem darauf, dass der Wiederaufbau dadurch einen Schub bekommt. Es ist bereits ihr fünfter Besuch im Irak seit 2001.